Ein herzerfrischendes Gefühl, meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin mein, und es geht weiter mit GTA 4. Gut, jetzt haben wir wieder Missionen für Jerry bekommen. Beziehungsweise von Jerry, der jetzt im Knast sitzt. Da dürfen wir Jerry im Knast besuchen. Genau, in der letzten Folge waren wir auf der Beerdigung von Francis. Keiner hat wirklich getrauert, außer seine Mutter. Sie war ja so stolz auf ihn, weil er ja Polizist war. Und laut ihrer Ansicht nach eine Karriere angestrebt hat. Aber gut. Noch eine Nachricht von Peggy. Ja, ja, Peggy. Gut. Das soll uns jetzt nicht weiter stören. Ey, was ist denn hier los? Gibt's hier was umsonst? Durch, ich bin eigentlich undercover Notarzt. Zivildienst. Gut. Diese Attentatsmissionen, die ich jetzt beginnen werde, sind eigentlich reine Nebenmissionen. Also man muss sie nicht abschließen, um die Story durchzuspielen. Aber ich werde sie jetzt einfach mal machen. Das mache ich nur, damit ich euch ein bisschen was zeigen kann, wie ich das immer mache. Vielleicht braucht da ja einer von euch Hilfe. Ich denke eher nicht, da die Missionen eigentlich recht simpel gehalten sind. Aber das werdet ihr gleich selbst sehen. Da kommt wieder altes GTA 3 Feeling auf bei solchen Missionen. Hello. I'm a friend of Fields. Nico Bellic. I know who you are, brother. You're after some money. Just like everyone else in this city. What's your deal? People come to me when they need something handled. I come to people like you when I need someone handled. Do you get me, brother? I get you. When you've taken care of something for me, call me on my cellular, but no specifics. Phil's good at that. I only talk business on a hard line. The target's on a boat trip in the canal between Tudor and Actor. Make sure they don't come back. Alles klar. Dein Kontaktmann wird dir für jeden Job Waffen und kugelsichere Westen zur Verfügung stellen. Das finde ich schon mal geil. Gefällt mir richtig gut. Dass da immer eine kugelsichere Weste liegt, die können wir immer brauchen. Haben wir die Sniper nicht mal. Besser. Okay, anscheinend ist das hier so eine Autosniper oder so, keine Ahnung. Gut, dann begeben wir uns mal zum Aufenthaltsort unseres Ziels. Also die Mission an sich, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Missionen es sind. Fünf? Ich glaube 5 bis 7 Stück sind es ungefähr. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Also ich weiß nur noch, man muss sie nicht unbedingt erledigen, um eben die Story durchzuspielen. Aber ich mach's jetzt einfach mal. Gib mir zusätzlich noch ein bisschen Cash. Und dann haben wir es eigentlich auch erledigt. Genau, da ist die Zielperson. Da könnten sie auch einfach mit dem Raketenwerfer abknallen, also was. Alter, die hatte ja auch eine Sniper. Du hast eigentlich nicht geplant, aber okay. My end of this deal is complete. Right on, brother.
I'll collect the funds. If you want more work, contact me on the hard line. Wie viel Geld haben wir jetzt dafür bekommen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, aber gut, das war schon mit der ersten Attentatsmission. Da mache ich hier gleich wieder einen Schnitt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zur nächsten Folge. Ciao.